Energiezuschuss für pflegebedürftige Rentner. Erhalten Rentner im vollstationären Pflegeheim auch dann die Energiepreispauschale, wenn das Sozialamt der Kostenträger für seinen Pflegeplatz ist? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir erhalten ganz, ganz viele Anfragen zum Thema Energiepreispauschale für Rentner. Unter anderem auch die Anfrage: Mein Mann ist Rentner und ist vollstationär im Pflegeheim aufgenommen. Der Kostenträger für den Pflegeplatz ist unter anderem auch das Grundsicherungsamt. Und jetzt steht die Frage: Hat mein Mann Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale? Wird ihm die vielleicht weggenommen, weil der Kostenträger hier das Sozialamt der entsprechenden Stadt ist? Meine Damen und Herren, wenn Sie meine Videos, die ich zum Thema Energiepreispauschale veröffentlicht habe, genau sich angeschaut haben, dann ist eigentlich die Antwort schon klar. Nein, selbstverständlich hat Ihr Mann Anspruch auf die Energiepreispauschale. Die Energiepreispauschale setzt nur voraus, dass Ihr Mann im Monat September Anspruch auf eine Altersrente oder Erwerbsminderungsrente hat. Dann steht ihm am 1.12. dieser Zahlungsanspruch von 300 Euro zu. Der kann ihn auch durch den Kostenträger, also sprich dem Sozialamt der entsprechenden Stadt, wo Sie wohnen, nicht weggenommen werden. Denn die Energiepreispauschale ist kein anrechenbares Einkommen auf eine Grundsicherungsleistung oder auch auf diese Leistungen, auf einkommensabhängige Leistungen. Und dazu gehört eben auch dieser kostenabhängige Pflegeplatz. Aus meiner Sicht darf die entsprechende Stadt oder auch das Pflegeheim die 300 Euro nicht einfach einkassieren. Das ist rechtlich nicht zulässig. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.